Es ist 10 Jahre her, dass wir 2012 Wege in die Stromzukunft als groß angelegtes Branchenprojekt durchgeführt haben. In der Zwischenzeit gibt es eine große, wichtige energiepolitische Diskussion und darum haben wir uns entschieden, die Energiezukunft 2050 als weitere große Studie durchzuführen. Wir wollen da als Branche, die hauptbetroffen ist in dieser Diskussion, eine gesamte Sicht einbringen. Für das Projekt Energiezukunft 2050 haben wir uns entschieden, eine breite Sicht einzunehmen. Es geht nicht nur Strom zu betrachten, sondern wir wollen weitergehen. Wir betrachten die Klimaauswirkungen in verschiedenen Szenarien. Wir wollen über Strom hinausgehen in die Sektorenkopplung und die Bereiche Wärme und Elektromobilität betrachten, weil da schwergewichtig, gestützt auf die Klimastrategie, eine Elektrifizierung stattfinden wird. Das Besondere an der Studie ist, dass wir uns als gesamte Branche einbringen. Das heißt, über die ganze Wertschöpfungskette stellen Mitglieder Mitarbeiter zur Verfügung, die an diesem Projekt mitarbeiten, mitziehen und so eine Gesamtsicht der gesamten Branche gleichsam im Subsidiaritätsprinzip erstellen können und damit einen wichtigen Beitrag in der Klima- und Energiediskussion leisten können.